Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Sage herzlich willkommen zu einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist diese Woche, weil wir hier in Nordrhein-Westfalen ja Feiertag haben. Am Donnerstag, da ist Fronleichnam. So, ihr seid auch da, das freut mich sehr. Freie und offene Themennacht, wie immer montags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer, kostenfrei 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte in eure Mail auch eure Telefonnummer mit reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Carmen und Carmen ist wie alt? 46. Schönen guten Morgen. Genau. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Carmen. Erstmal muss ich sagen, ich finde das super, dass du immer deine Kontinenz bewahrst, egal was passiert. Du bist immer total ausgeglichen. Vielen Dank. Das ist wirklich toll. Sehr nett. Also, ich bin seit über 3 Jahren liiert. Ja? Mit einem Freund, der eine behinderte Frau hat, die im Rollstuhl sitzt. Ja. Wir haben uns auch unter diesen Voraussetzungen kennengelernt. Mhm. Und ich war zu dieser Zeit auch verheiratet mit einem Mann, der schwer depressiv war. Mhm. Und als wir uns kennenlernten, war dieser Mann noch am Leben. Das muss ich jetzt so sagen. Und er hat sich 2 Monate danach das Leben genommen. Er war so schwer depressiv und hat andere Krankheiten gehabt. Aber er hat sich nicht deswegen das Leben genommen, weil du einen anderen Freund hast? Nein. Davon wusste er nichts. Mhm. Er war schwer depressiv und die ganzen Lebensumstände haben dazu geführt. Ja. Und mit einem Schlag hat sich diese Situation für uns geändert. Ich war jetzt frei. Ja. Also ich bin jetzt frei seit über 3 Jahren. Ja. Am 13. Juni sind es jetzt 3 Jahre. Hast du damals sehr um deinen verstorbenen Mann getrauert? Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr glücklich. Es war eine Erleichterung für mich, so schwer es jetzt auch oder so unverständlich es auch klingen mag. Eine Erleichterung und glücklich, das sind ja noch zwei verschiedene Es Sachen, war eine Erleichterung und ich war glücklich darüber, ja. Du warst und glücklich darüber, dass er gestorben ist? Ja, ich bin heute noch, das ist für mich ein Feiertag nach wie vor. Es klingt zwar hart. Hat er dich so schlecht behandelt? Er hat mich sehr viel betrogen in finanziellen Dingen und auch in familiären Dingen und nicht sexuell jetzt, aber es sind viele Dinge vorgekommen, aber wenn ich das erzählen würde, das würde das heißt, den Arm füllen. Die Liebe zwischen euch war lange erloschen? Mehr als 2 Jahre. Ah ja. Ja, so, ist noch eine Frage zu deinem Freund, mit dem du jetzt liiert bist, wie du gerade gesagt hast, seit 3 Jahren. Der hat eine behinderte Frau. Genau. Wir haben uns auch unter diesen Umständen kennengelernt. Was meinst du damit, unter diesen Umständen? Ja, also ich wusste, er hat eine behinderte Frau. Mhm. Ich hatte den Mann, der auch in einer gewissen Weise behindert war, nur eben anderweitig. Aber die behinderte Frau weiß nichts von dir? Nein. Nein. Welche Behinderung hat die Frau deines Freundes? Sie hat vor 20 Jahren einen Verkehrsunfall gehabt und sitzt im Rollstuhl. Schädel-Hirn-Trauma und wie gesagt, also sie sitzt im Rollstuhl und ist pflegebedürftig. Hm. Ist aber so geistig ganz fit und ansprechbar? Kurzzeitgedächtnis ist nicht da. Ah ja. Und Sprechvermögen ist auch nicht so vorhanden, also es ist sehr schwer, sie zu verstehen. Du kennst sie? Ich kenne sie, ja. Ich habe sie kennengelernt in Veranstaltungen, aber sie weiß nichts von mir. Ich habe es also einfach riskiert und bin zu diesen Veranstaltungen hingegangen und habe sie dann kennengelernt, ja. So, Carmen, jetzt hast du mich heute angerufen. Warum? Ja, warum? Also, wie gesagt, ich bin jetzt seit über 3 Jahren dann alleine. Meine Situation hat sich ja jetzt geändert durch den Freitod meines Mannes. Ich habe eine 10-jährige Tochter. Durch den Freitod, er hat sich das Leben genommen. Du hast es gerade auch gesagt. Ja, natürlich, ja. Mein Mann hat sich erhängt im Krankenhaus, also in der psychosomatischen Abteilung. Und und meine Tochter wird jetzt heuer 10 Jahre und sie kennt meinen Freund und sie liebt meinen Freund und es ist ihr Papa geworden. Mhm. Und sie respektiert ihn, sie liebt ihn mehr als ihren verstorbenen Vater. Mhm.
Und es ist eine Bindung entstanden, die eigentlich mehr ist, als wir wollten. Das heißt? Das heißt, mein Freund hat ein Problem. Wenn die Bindung zu eng wird, wenn er die Liebe spürt, dann macht er einen Rückzieher. Dann haut, ich sage immer, er haut die Bremse rein. Er ruft dann mittags mal nicht an oder er versucht irgendwas auszuweichen oder. Mach mir das mal konkreter. Im Prinzip könnte man ja sagen, das ist wunderbar. Deine Tochter mag sehr deinen Freund. Wo und durch was ist die Liebe zu stark und wo ist sie überschritten? Also ich liebe meinen Freund, für mich gibt es kein Problem. Ich liebe ihn so, wie das jetzt ist, die Situation. Er hat ein Problem damit, er möchte mich freigeben, weil er sagt, ich habe ein anderes Leben verdient mit meiner Tochter, ein normales Leben, in Anführungszeichen, mit einem festen Partner, der immer für mich da ist, der immer für meine Tochter da ist. Mhm. Und das ist sein Problem. Er weiß genau, er kann es mir nicht geben, weil die Situation halt so ist und er wird seine Frau nicht verlassen. Ja. Und er weiß nicht, wie lange das dauert, 2, 4, 5, 10 Jahre. Und ich verstehe. Deshalb ist die Bindung deiner Tochter zu deinem Freund ist im Prinzip was, die ist gut, aber er sagt, ich kann euch nicht alles geben, so wie ein normaler Partner und der will sich deshalb zurückziehen. Genau. Ja. Und da haben wir jetzt vor 14 Tagen ein Problem gehabt. Er hat gesagt, ich mache mit dir Schluss. Ich habe das so entschieden. Wir sind jetzt immer noch zusammen, weil ich gesagt habe, das bringt da nichts, weil die Situation wird sich bei dir nie ändern. Ich kannte die Situation. Und er sagt jetzt halt, ja, ich will dir nicht im Wege stehen. Und steht er dir im Wege? Nein, für mich nicht. Das heißt, du könntest dich so, wie die Situation jetzt ist... Ich kann mich damit arrangieren. Und du hast dich ja schon ziemlich lange damit arrangiert. Genau, für mich ist das okay. Mhm. Mir ist das noch nicht ganz klar mit der Tochter. Was hat die Tochter jetzt da für eine Rolle? Die Tochter hat damit eigentlich, es ist eine Nebenrolle, aber sie liebt ihn ohne Ende. Es ist ihr Papa. Das ist doch gut. Das ist ihr Vater und sie akzeptiert ihn und das ist so. Ist doch gut, aber du hast gerade gesagt, es ist zu viel. Warum ist es zu viel? Das ist für ihn zu viel. Ach so, für ihn. Nicht. Ah, verstehe. Er hat einfach Angst. Er kann den Erwartungen nicht Rechnung tragen. Er hat Angst, er kann keine Gefühle zulassen. Also als ich ihn kennenlernte, er konnte noch nicht mal seine Töchter in den Arm nehmen. Das hat er erst durch mich gelernt. Ist ja eine merkwürdige Situation. Seid ihr 3 Jahre zusammen. Ja. Du würdest sagen, das ist schon eine tiefe und intakte Liebesbeziehung. Ja. Oder ist es für ihn schon eine Belastung, dass er seine Frau betrügt? Eine Belastung ist es nicht, weil er sagt, er tut alles für seine Frau und ist für sie ja tagtäglich da. Mhm. Er macht alles, er kauft ein, er kocht Essen, er macht wirklich alles. Also das ist keine Belastung für ihn. Er hat ein Problem mit mir. Er will mir und meinem normalen Leben nicht im Wege stehen. So, dann ist es ja jetzt an dir. Also wenn er mit sich im Reinen ist, dass er sagt, ich kann das für mich vertreten, dass ich, obwohl ich eine behinderte Frau habe, eine zusätzliche Beziehung noch führe. Wenn er das für sich, diesen Punkt für sich auf die Reihe kriegt, so, dann... Bist du doch am Zug und sagst, pass mal auf, mein Lieber, ich weiß, wie die Situation ist, wie dein Leben ist. Ich respektiere das vielleicht sogar, dass du dich um deine Frau kümmerst. Ich möchte dich so und ich nehme es so, wie es jetzt ist. Ja, das habe ich ihm ja gesagt. Und dann sagt er aber trotzdem, er will es nicht. Er hat ein Problem damit. Er hat ein Problem mit Gefühlen. Sobald ich ihm zu viel Liebe entgegenbringe, zieht er sich zurück. Aber ist das jetzt ein neues Problem? Ich meine, ihr seid 3 Jahre zusammen. Nein, das ist kein neues Problem. Das ist immer wieder da und es wird immer mehr. Dann hat das ja mit der Frau auch gar nichts zu tun. Das hat mit der Frau nichts zu tun. Ja, so haben wir es aber gerade verstanden. Das ist vielleicht dann doch damit, dass er sich nicht ganz auf dich einlassen kann und so weiter. Ja, Carmen, das ist aber schwierig. Da würde ich am liebsten mit deinem Freund reden. Das ist problematisch. Da würde ich am liebsten mit ihm reden, was da los ist. Das ist natürlich sehr schwierig für dich da. Weißt du, ich liebe diesen Mann und das habe ich in meinem Leben, abgesehen von meiner ersten sexuellen Liebe, habe ich in meinem Leben jetzt 2-mal erlebt und das habe ich ihm auch gesagt.
Und dieser andere Mann war auch verheiratet. Und es war aber, die Distanz war einfach zu groß. Und jetzt haben wir ja die Distanz in dem Sinne nicht. Und das ist der Mann meiner Träume. Ich stehe zu ihm, egal was ist. Lässt du ihm auch noch genug Luft zum Atmen? Doch schon, ja? Mittlerweile schon. Ich habe ein Problem damit gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Problem damit gehabt, aber mittlerweile ist es so, dass ich sage, okay, mach deine Sachen und weil ich nämlich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, nur wie du mir das erzählst, ja? Dass ich denke, ist es aber auch mal gut. Nicht zu viel. Ja. Das war ja so eine richtige, so eine Welle, die du jetzt auf mich losgelassen hast, der Liebesbekundung. Nur auf mich, auf einen neutralen Menschen. Und ich dachte schon, komm, das ist gut. Vielleicht solltest du dich auch da einfach ein bisschen zurücknehmen. Vielleicht würde das eure Beziehung sehr gut tun. Vielleicht würde er sich da auch mehr entspannen in der Zweisamkeit. Vielleicht züchtest du meinst es nicht böse, das ist mir völlig klar. Vielleicht züchtest du auch zu hohe Erwartungen an ihn, die du gar nicht so dir vorstellst. Aber durch deine sehr impulsive Art, dass du das bei ihm halt hervorrufst. Das kann schon sein. Ist so ein spontaner Eindruck von mir. Das sage ich dir nur, weil ich das gerade so empfunden habe. Ja, weißt du, ich sag ja, ich verstehe es einfach nicht. Ein anderer Mann wäre glücklich, wenn er so eine Frau hätte, die ihn hochleben lässt und die alles, weißt du, das die Liebe einfach. Das ist für mich da. Da gibt es keine Entscheidung für mich. Aber manchmal ist ein bisschen weniger. Mehr. Viel, viel mehr und hat eine viel größere Wirkung. Man muss das auch alles auch gar nicht so sagen und ständig bekunden und geh mal einen Schritt zurück. Ich glaube dann. Meinst du? Ja, ich glaube das. Sagt mir so meine Intuition. Ich kann es ja gar nicht so begründen. Ich würde dir aber gerne eine Fachmeinung noch an die Seite stellen. Von meiner Psychologin, der Simone, die das Gespräch mitgehört hat. Ja. Ich habe sie immer so spontan meinen Eindruck gesagt. Vielleicht kannst du da ein bisschen was mit anfangen. Simone sagte. Also dir persönlich wäre das jetzt auch zu viel, oder? Ja, würde ich. Ja. Das ist ja interessant. Ich bin ja nun ein komplett neutraler Mensch. Deshalb habe ich dich ja angerufen. Ja. Also ich dachte so, naja, komm, stopp, ein bisschen mehr auf die Bremse. Ich weiß, dass du es ehrlich meinst. Ich muss es nicht alles so. Wir wollen mal sehen, was die Frauenwelt dazu meint, nämlich die Fachfrau Simone. Die Fachfrau. Okay. Einverstanden? Okay. Dann legst du bitte auf und Simone ruft dich an. Ja, danke. Alles Liebe, alles Gute, Karin. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao, gute Nacht. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann mailt uns oder ruft uns an domian@wdr.de. Hier ist Marcel und Marcel ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marcel, um was geht's bei dir? Ja, also ich habe ziemliche Probleme mit meiner Freundin. Ja, wir sind jetzt seit 5 Monaten zusammen. Ja. Also und ja, nach einem Monat, den wir dann zusammen waren, ist sie dann halt schon schwanger geworden. Wie bitte? Sie ist nach einem Monat schwanger geworden? Ja, also sie waren. Ah, wieso ist das denn passiert? Ja, nicht verhütet. Ja. Wie alt bist du? 18 Jahre alt. Ich bin 18 und meine Freundin ist auch 18. Und man hat schon mal davon was gehört, ne? Von Verhütung und Schutz beim Geschlechtsverkehr und so. Ja, bloß wir hatten dann auch halt dementsprechend keine Kondome da und ist ja alles auch nicht verhütet. Ist ja alles eine faule Ausrede. Ja. Ne? Sowas muss immer da sein. Das stimmt. Ja, jetzt ist halt das Problem, was ich am meisten habe, ist eigentlich so, dass meine Freundin halt morgens auch ziemlich launisch ist. Und über Tag auch ziemlich muffelig ist und zickig auch. Und ich weiß einfach nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Wohnt ihr denn auch schon zusammen? Nee, wir wohnen noch nicht zusammen. Also sie zum 1.7. zieht sie jetzt in eine eigene Wohnung. Ja. Und also ich bleib dann erstmal noch bei meiner Mutter wohnen. Mhm. Ja, sie ist schwanger und sie war schwanger und sie ist schwanger. Sie ist schwanger, ja. Mhm. Das heißt, sie wird ein Kind kriegen. Sie wird ein Kind kriegen, ja. Mhm. Das ist alles klar und entschieden für euch. Ja, das stimmt. Nur wir wollen das beide selber auch noch nicht mit dem Zusammenwohnen, weil wir halt merken, dass das auf Dauer noch nicht gut geht, weil wir immer aufeinander hocken und wir verstehen uns halt noch nicht so perfekt. Ja. Ne? Also ich meine, ich liebe sie schon von ganzem Herzen, ne? Ja. Aber irgendwie geht sie dir auch ein bisschen auf die Nerven manchmal. Ja. Kann man so sagen.
Ziemlich oft sogar, ja. Ziemlich oft sogar. Ja. Ja. Nicht nur morgens. Nicht nur morgens, auch über Tag, weil immer, wenn man dann, weiß nicht, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch und habe auch eigentlich immer gute Laune eigentlich. Mhm. Nur halt, wenn man dann jetzt die ganze Zeit, wenn man sie dann so sitzen sieht mit, auf Deutsch gesagt, so einem Gesicht dann da, mhm, und dann weiß man auch halt, das steckt dann halt an und dann bekommt man dann auch dementsprechend die Verstehe. Laune. Dann das vergeht einem auch die Freude, ne, und der Spaß. Das stimmt, ja. Aber wie denkt ihr beiden denn darüber, dass ihr jetzt so jung Eltern werdet? Ja, natürlich, wir können es ja nicht mehr rückgängig machen. Schuld haben wir ja auch beide. Mhm. Und also ich akzeptiere das Kind voll und ganz. Ich bin auch immer für sie da, egal was kommt. Ja. Und das weiß sie auch. Ich tue auch wirklich viel für sie. Ich habe mich mit ihr bemüht, die Wohnung jetzt zu finden und ja, dementsprechend auch. Wollte sie, war das für sie auch ganz klar, dass sie das Kind haben will? Ja, ja, sie hat das dann, sie akzeptiert es auch und sie möchte es auch gerne haben und sie ist auch eigentlich ganz glücklich, dass es auch von mir ist und nicht von jemand anders. Weil sprecht ihr beiden dann, weil? Bitte? Sie ist glücklich, dass es von dir ist und nicht von jemand anderem, weil? Weil sie mich liebt. Okay, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ihr sprecht auch schon mal so, schon durchaus über euch und eure Gefühle und wie es so läuft in eurer Beziehung. Das stimmt, wir sprechen darüber, nur halt, wenn man dann was gegen ihr sagt, dann ist das halt so, dass sie dann komplett abblockt und dann, ja, davonläuft. Ich kann also gar nicht vernünftig mit ihr reden. Achso, es gibt kein vernünftiges Gespräch. Kein vernünftiges Gespräch, weil sie auch immer gleich abblockt und dann ist sie wieder beleidigt und ich komme einfach nicht mehr an sie ran und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Das ist ja frustrierend. Ja, und deswegen, meine Ausbildung habe ich auch verloren. Warum? Ja, weil mir halt die ganzen Sachen auch im Kopf hängen und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Was hast du denn für eine Ausbildung angefangen, Marcel? Zum Einzelhandelskaufmann. Und die hast du jetzt vor kurzem abgebrochen? Ja, ich wäre jetzt bald im zweiten Lehrjahr gekommen. Erklär mir das mal, warum du die abgebrochen hast. Aufgrund auch schulischer Leistung. Also ich bin auch in der Schule nicht mitgekommen, habe den Lernstoff nicht geschafft. Und. Aber das hat mit dieser Beziehung zu tun. Vorher lief es gut in der Schule und bei der Ausbildung. Ja, ja, auch nicht so, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der hat nicht mehr so die Lust auf Schule. Ja, also, musst du dich natürlich jetzt in den Hintern treten. Natürlich. Ne? Sonst hängst du völlig ab. Natürlich, vor allen Dingen die Ausbildung ist ja auch wichtig, nur ich selber fühle mich auch eigentlich noch gar nicht reif genug im Kopf dafür. Und vor allen Dingen ist dann dieses auch noch mit der Schwangerschaft jetzt noch dazugekommen. Das hat dich ja völlig aus der Bahn geschmissen. Ja, also mein Kopf ist voll mit Problemen und ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Also da sind ja jetzt wirklich mehrere Baustellen. Oder sagen wir mal zwei ganz große Baustellen. Da ist ja einmal die Baustelle deine Ausbildung, die super wichtig ist für dein Leben. Ja. Absolut wichtig, sonst hängst du irgendwann in der Gosse. Das stimmt. Und das möchte ich überhaupt nicht. Ja, jetzt hast du schon eine Chance in den Wind geschossen. Ne? Du hattest eine Ausbildungsstelle und du hättest das zu Ende machen können. Ja, vor allen Dingen, ich bin auch eigentlich ein Mensch von Natur aus, der das eigentlich immer vernünftig hatte. Mhm. Und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Das ist ja eine Baustelle. Die eine Baustelle ist, dass so schnell wie möglich versucht werden muss, jetzt von deiner Seite eine neue Ausbildungsstelle zu kriegen. Ja, ich bemühe mich schon. Ich habe auch jetzt, morgen muss ich mich vorstellen, auch erstmal als Verkäufer. Mhm. Und aber das ist halt keine Ausbildung, sondern nur erstmal, dass ich überhaupt was habe, weil ich habe eigentlich keine Lust, jetzt erstmal nur zu Hause. Verstehe, das ist auch sehr gut. Aber die Perspektive muss sein, dass du eine neue einen neuen Ausbildungsplatz bekommst. So, das ist das eine. Das andere ist die komplizierte Beziehung zu deiner Freundin, die offensichtlich nicht so läuft, wie du dir es gerne vorstellen würdest. Genau. Da wird zwar gesagt, man liebt sich, aber irgendwie hakt es und es ist alles Verkanntes an jeder Ecke und jedem Ende. Ne? Ja, das stimmt. So, deswegen finde ich auch erstmal eine gute Idee, dass ihr nicht zusammenzieht. Ich glaube, das ist dann ausgesprochen falsch. Das habt ihr aber jetzt auch schon so für euch entschieden. Ja. Ist denn so, habt ihr denn zumindest so weit geredet zusammen, dass ihr sagt, wir bleiben ein Paar und wir sind ein Paar, wir sind und bleiben ein Paar? Ja, darüber haben wir ja auch schon geredet. Und das sagt sie, sie möchte das und du möchtest das auch? Ja, sie möchte das auch gerne, bloß sie hat jetzt auch im Moment ziemliche Probleme zu Hause. Ja. Aufgrund dessen wohnt sie jetzt erstmal, also bei mir.
Ach so. Und jetzt habe ich halt diese Angst, dass wenn sie jetzt zum 1.7. in diese Wohnung zieht, dass sie mich dann abschießt, auf Deutsch gesagt. Ja, aber Marcel, wenn sie dich dann abschießt, dann ist da aber auch nichts an Gefühlen da für dich. Wenn du die Angst hast, dann kannst du da sowieso nichts mehr retten. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt glauben soll, weil sie sagt es mir ja immer mit den Gefühlen. So, jetzt lässt du erstmal die Dinge laufen. 1.7. ist gar nicht mehr so ganz lange hin, da soll sie erstmal in ihre Wohnung ziehen. Ja. So, jetzt fühlst du dich unwohl in der Beziehung und immer wenn du anfängst zu sprechen, macht sie dicht und geht oder läuft weg oder so etwas. Genau. Da musst du ihr sagen, dass das nicht geht, dass du sprechen musst. Ja. Sonst habt ihr nur Streit und irgendwann eskaliert die ganze Sache. Und dann, wenn sie dann immer noch sagen, nee, ich will nicht, ich kann nicht, also, dann schlag ihr mal vor, dass ihr beiden zu einer Beratungsstelle geht. Das finde ich sogar in eurem Fall ausgesprochen angemessen. Junge Eltern, ist ja alles eine schwierige Situation, dass da ein fachkundiger Mensch beisitzt, der sich mit euch beiden beschäftigt. Das stimmt. So, und wenn sie da auch wieder blockiert, kann ja sein. Da musst du ihr ins Gewissen rein. Da musst du ihr sagen, Mensch, wir haben eine Verantwortung. Wir haben ein Kind bald zusammen. Egal, wie wir miteinander stehen werden, ob wir ein Paar sind oder ob wir kein Paar sind, wir müssen eine klare Ebene finden miteinander. Ja. Wir dürfen uns nicht streiten. Das dürfen wir für das Kind allein schon nicht machen. Nee, das ist ja auch wichtig, dass das Kind auch schon in geregelten Familienverhältnissen dementsprechend aufwächst. Wie auch immer, genau. Deswegen, wenn ihr beiden es nicht schafft, an euch selbst ranzukommen, dann rede ihr ins Gewissen, dass sie mit dir zu einer solchen Beratung geht. Alles klar. Wenn sie nicht mitgeht, gehst du erstmal alleine hin, damit du eine Rückmeldung hast und auch mit einem fachkundigen Menschen sprechen kannst. Ja. Wohin du gehen könntest, das würden wir dir jetzt gerne noch an die Hand geben, in deiner Umgebung, in deinem Ort, deiner Stadt. Ja. Okay, dann legst du bitte auf und wirst von uns zurückgerufen gleich. Alles klar, okay. Marcel, alles Gute für dich und auf, dass die Schwangerschaft auch sehr gut verläuft. Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Hier ist Ariane und Ariane ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ariane, schön, dass du da bist. Ja, obwohl mein Anliegen nicht so schön ist. Erzähl. Ja, wie soll ich anfangen? Also es geht darum, dass man bei mir eine sehr seltene Erkrankung festgestellt hat und das mehr oder minder der Grund ist, warum ich bei dir anrufe, um vielleicht über dich Rückmeldungen zu bekommen. Wie heißt die Erkrankung? Ja, ganz kurz. Also meine Grunderkrankung ist die Multiple Sklerose, die schon seit 7 Jahren bei mir besteht. Mhm. Ich habe seit 3 Jahren die Rente, also bin erwerbsunfähig. Kann nicht mehr voll arbeiten, habe auch aufgrund der MS eine zweite Ausbildung gemacht, eine Umschulung, wo ich aber auch nicht tätig sein kann, weil es mit der MS halt so bergab ging. Jetzt ist vor 8 Wochen bei mir das DEWIT-Syndrom diagnostiziert worden. DEWIT? DEWIT, D-E-V-I-C. DEWIC, ja. Also DEWIC geschrieben, DEWIC gesprochen. Verstehe, ja. Was ist das für ein Syndrom? Das ist eine Sonderform der MS, an der auch nur 2% aller MS-Erkrankten noch zusätzlich erkranken. Und zwar... Wie zeigt sich dieses? Ja, da komme ich jetzt, das ist eine MS der Augen. Bitte? Eine MS der Augen. Der Augen, das heißt, die Augen sind in besonderer Form betroffen. Richtig. Das bedeutet? Bei mir in dem Sinne, dass ich auf dem linken Auge schon so gut wie blind bin. Und dass es auch auf das rechte Auge überspringen kann. Und das ist so ernst zu nehmen und so unaufhaltsam, dass man kann nichts gegen unternehmen zurzeit? Doch, man kann was unternehmen. Und zwar über Ostern lag ich im Krankenhaus und habe eine Blutwäsche gekriegt. Da hat man die Antikörper, die für dieses DEWIT-Syndrom verantwortlich sind, aus meinem Blut rausgespült. Jetzt gibt es ein Medikament, was es in Infusionsform gibt, was 2-mal im Jahr gegeben wird, was aber sehr teuer ist. Und meine Krankenkasse macht mir in dem Sinne große Probleme, dass sie mir die Übernahme der Kosten für diese Behandlung versagt. Definitiv oder hängt das noch so ein bisschen in der Luft? Also, es ist über das Krankenhaus in meiner Stadt ist es gemacht worden und da hat es der medizinische Dienst abgelehnt. Es wird jetzt über
die Uniklinik einer größeren Stadt, wo ich auch beim Spezialisten war, wird jetzt dort der Antrag gemacht in der Hoffnung, dass es dort durchkommt. Wie teuer ist denn diese Behandlung? Ja, eine Infusion zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Oh. Aber das ist wirksam. Es soll die Bildung der Antikörper verhindern. Und jetzt ist es halt so, dass dieses Medikament 6 bis 8 Wochen nach der Blutwäsche gegeben werden sollte. Die Blutwäsche ist jetzt diese Woche Freitag 8 Wochen her. Und meine Angst ist jetzt, dass es halt, ich kann schon seit 4 Monaten kein Auto mehr fahren, weil halt mein Gesichtsfeld eingeschränkt ist. Und ich gesagt habe, wenn ich mein Augenlicht verliere, verliere ich auch mein Leben. Ja, das heißt, das ist für dich dann nicht mehr lebenswert. Ich kann da nicht mehr. Und du hast jetzt Angst, dass die Zeit verrinnt und jetzt sind schon 8 Wochen vergangen, sagst du? Ja, es ist damals durch die Blutwäsche minimal besser geworden und meine Hoffnung lag jetzt halt immer noch darin, dass durch die Gabe dieses Medikaments, dass sich das mit dem Augenlicht wieder bessert, wäre ich nur auf das linke Auge angewiesen. Aber die Gabe des Medikamentes hängt jetzt ab von dem neuen Antrag, den das Klinikum gestellt hat. Und Anträge dauern bekanntlicherweise in Deutschland und woanders auch ewig, wie die behandelt werden. Das heißt, im Klinikum kann man dir auch gar nichts sagen, wann man da eine Antwort erwartet. Richtig. Müsste denn dann, nehmen wir mal an, eine Antwort käme erst in 4 oder 5 Wochen und hoffen wir eine positive Antwort, müsstest du dann nochmal eine Blutwäsche vornehmen lassen? Nee. Also das könnte man dann auch noch anwenden. Richtig. Nur, ich sag mal, die Blutwäsche, die ist auch nicht gerade angenehm. Man kriegt so einen zentralen Venenkatheter in der Halsvene geschoben und mein Leben spielt sich seit dieser zusätzlichen Diagnosestellung nur noch zwischen Ärzten und Krankenhäusern ab. Und ich habe den Hals voll. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wenn ich mein Augenlicht verliere, dann will ich auch nicht mehr weiterleben. Ariane, wie lebst du zurzeit? Bist du Single? Hast du eine Familie, einen Freund? Nee, ich bin Single. Du bist Single. Und wie weit ist die, ich sag mal, in dicken Anführungszeichen, die normale MS-Erkrankung fortgeschritten? Kannst du dich noch ganz alleine bewegen oder bist du auf einen Rollstuhl angewiesen? Nein, also Rollstuhl bin ich nicht angewiesen. Ich kann mich auch noch ganz alleine bewegen. Ich habe auch bezüglich der normalen Behandlung, der normalen MS, auch schon etliches hinter mir. Chemotherapie, es gibt also ein Zytostatikum, was in der Krebsbehandlung eingesetzt wird, als auch bei uns MS-Kranken, was viele Nebenwirkungen hatte und ich seitdem halt keine 8 Stunden täglich mehr arbeiten kann. Und wie gesagt, ich werde 32 nächsten Monat und mein Bruder ist kerngesund, der hat nicht mal eine Allergie und ich bin die Einzige, die so aus dem Rahmen schlägt. Hast du? Und jetzt noch mit dieser... Jetzt kommt das da hinzu noch, ja. Mit diesem Unbekannten, wie gesagt, was die MS betrifft, bin ich voll auf dem Laufenden, da kann mir keiner was vormachen. Bist du denn... Ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Ach so. Selbst dort kannte man dieses Dievitz-Syndrom noch nicht. Ich bin im Internet gewesen, das wäre ich am besten nicht, weil dadurch... dass ich halt gelesen habe, wie sich das Dievitz-Syndrom weiterentwickeln kann, ist meine Angst unbeschreiblich, irgendwie morgens aufzuwachen und überhaupt nichts mehr zu sehen. Könnte das so schnell passieren? Keine Ahnung. Das ist ja weil es wie gesagt so wenig Erkrankte gibt. Aber die Angst ist jetzt in deinem Kopf, verständlicherweise. Richtig. Und die Krankenkasse, ich hatte die wirklich auf der Pelle und die sagen, ja, können nichts machen und der medizinische Dienst und wir halten uns an das, was der medizinische Dienst sagt und ich drehe durch und wie gesagt, mit dem linken Auge ist es wie gesagt so schlimm, also wäre ich nur auf das linke Auge angewiesen. Wenn ich solche Geschichten höre, komme ich immer in eine ganz große Wut. Dieses ganze Krankenkassensystem ist ja für uns normale Menschen so alle nicht durchschaubar. Da werden ja Millionen und Milliarden hin und her geschoben. Und dann hören wir auch wieder, dass plötzlich Überschüsse gemacht werden und so weiter. Warum kann man Menschen jetzt, wie in deinem Falle, nicht ganz unbürokratisch schnell helfen? Was ist denn für eine Krankenkasse 10.000 Euro? Nichts ist das. Das ist überhaupt gar nichts. Das würden die mal eben so hinwerfen. Und hier würde es dieses Leben retten oder deine Lebensqualität enorm verbessern.
Also ich finde es schon sehr empörend, muss ich dir sagen, aber da ist man natürlich machtlos. Ja. Und ich habe eins gedacht, wenn also jetzt durch die Uniklinik, wenn da auch eine Absage kommen sollte, dann werde ich an die Öffentlichkeit gehen. Jetzt hat ein Arzt, der hat mir gesagt, dass es schon Fälle gab, wo dann gewisse Medikamente ruckizucki genehmigt wurden, weil das, was die Krankenkasse nicht vertragen können, ist diese Publicity. Ja, ja, das ist auch sehr gut so und so sollte man sich auch wehren. Nur ich habe bald keine Kraft mehr, weil... Das ist der Punkt. Wenn man schon schwer krank ist, dann auch noch so einen Kampf zu führen gegen so ein kafkaeskes Gebilde wie eine Krankenkasse. Richtig. Und jetzt ist halt mein Ding, dass ich mich bei dir melde. Vielleicht hört irgendjemand zu, der auch unter diesem Syndrom leidet oder irgendwie jemanden kennt, dass ihr vielleicht den Kontakt herstellen könnt. Sehr gerne. Also vielleicht, sehr gerne. Wenn ich mit jemandem reden kann, der auch betroffen ist, der mir vielleicht die Angst nimmt, dass es vielleicht nicht so schnell fortschreitet. Mhm. Wie gesagt, wenn man Neuromyelitis optica, so ist dieser Fachbegriff, wenn man das im Internet eingibt, da kommen tausende von Seiten. Und ich habe halt noch nicht alles durchgeguckt. Mhm. Und vielleicht habe ich mir auch das rausgesucht, wo es nicht so prickelnd drin stand. Nur ich weiß ganz genau, also, Ariane, wenn das ich erblinde, dann... Also das ist natürlich das, was wir jetzt erstmal für dich schnell und ganz unkompliziert tun können, nämlich natürlich alles an dich weiterreichen, was an Rückmeldungen zu uns kommt. Bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Also wenn jemand über dieses Syndrom, dieses Davik-Syndrom etwas weiß oder es selbst hat oder Angehörige hat, bitte uns schreiben, WDR-Redaktion, 1Live-Redaktion, Domian, Postfach 50, 600 Köln oder mailen domian@wdr.de. Das ist eine, Ariane. Das andere ist, dass ich sehr gerne mit dir nochmal sprechen würde, wenn du von deiner Klinik Bescheid weißt. Ja. Ich möchte jetzt sowieso, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest, weil du ja auch sehr, sehr angeschlagen bist, verständlicherweise. Das wäre ich auch. Und dann können wir im Hintergrund vereinbaren, wann wir mit dir wieder telefonieren. Ja. Ja? So, ja. Machen wir es erstmal. Das heißt, wir beide unterhalten uns auf jeden Fall. Wann vermutest du das? Kannst du nicht sagen, wann ungefähr die Klinik irgendwas sagt? Also, ich habe heute bei meiner Krankenkasse noch angerufen und die Krankenkasse meinte, sie rechnet mit dieser Woche Entscheid. Okay, gut. Dann werden wir beide bald miteinander reden. Jetzt bitte ich dich erstmal aufzulegen und auf den Rückruf von uns zu warten. Und alles Weitere geschieht ja im Hintergrund. Domian, könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Dann sagst du der Simone deine Anschrift gleich. Das ist sehr nett. Ich danke dir erstmal für das offene Ohr. Liebe Ariane, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir nur ein bisschen helfen können. Würde ich mich schon sehr freuen. Alles und gut. Mach bitte weiter so. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. So, liebe Leute, morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt unser Thema Gefangen. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die von Menschen gefangen gehalten wurden oder eventuell sogar zurzeit gefangen halten werden und aber die Möglichkeit haben, dennoch zu telefonieren und sich hier an uns zu wenden. Dann würde ich auch noch gerne mit Leuten reden, die sich freiwillig gefangen nehmen lassen. Also der ganze SM-Bereich, da gibt es ja auch sehr bizarre Dinge, wo Leute freiwillig in eine Gefangenschaft gehen, weil ihnen das gefällt, weil dem Partner das gefällt. Also gefangen heißt unser Thema. Möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal von Menschen gefangen gehalten wurden oder vielleicht zur Zeit sogar gefangen gehalten werden. Ihr könnt rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr wie immer anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50. So, und jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Diana. Diana ist 48. Guten Morgen, Diana. Guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen. Meine Geschichte ist sehr harmlos gegen die ich eben gehört habe. Ja, erzähl mal. Ich habe vor 2 Jahren einen Mann im Internet kennengelernt. Mhm. Ich glaube, das wirst du so in dieser Art auch noch nicht gehört haben. Wir haben uns verliebt, wir sind zusammengezogen, wie das dann so ist. Das habe ich schon mal gehört, sowas. Ja, Ende des Jahres habe ich dann festgestellt, dass er mich im Internet betrügt.
also immer noch nach anderen Frauen Ausschau hält, ja, neben mir noch eine Beziehung hatte und habe mich dann getrennt von ihm. Dann kam er, wie es immer so ist, nach 2 Monaten wieder und er hat einen Fehler gemacht und ich bin halt seine Traumfrau. Er will mich heiraten, es ist Schluss und ich habe es geglaubt. Weil ich denke, man geht mit Heirat eigentlich nicht so leichtfertig um. Ja. Zumal, wenn man diese Art von Leben führen will, dachte ich. Welche Art von Leben? Internet, zweites Leben. Ja. Virtuelles Leben, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also er hat noch, nur mal zur Erklärung, er hatte, als ihr zusammen wart, so virtuell, also im Internet immer zu Sexkontakte mit Frauen und hat sich aber auch real noch nebenher. Auch noch real. Auch real. Er hatte noch eine Beziehung neben mir und hat sich weiterhin noch mit Bildern im Internet bei anderen Frauen beworben. Ja. Also richtig schlimm. So, jedenfalls Heirat. Ihn geheiratet, ich habe ihm das geglaubt, am 29. Februar in diesem Jahr. Habt ihr geheiratet? Auf einem Leuchtturm, wunderschön. Romantisch? Ja. 29. Februar? Jetzt vor 2,5 Monaten. Mhm. Dann musste ich jetzt vor 3 Wochen zur Messe fahren, war eine Woche nicht zu Hause. Komme abends wieder nach Hause, er war schon seltsam, und dachte ich, guck mal an seiner Telefonrechnung. Fiel mir auf, nachts 24 Uhr Gespräche. Habe ich mir die Nummer rausgezogen, da fehlte ein Stück, habe in seinem Handy mir den Rest der Nummer zusammengesucht und habe dann im Internet wieder recherchiert und habe ihn dann zur Rede gestellt, warum er mit anderen Frauen spricht. Erst hat er es abgesprochen, dann war es harmlos. Also es war eine Frau? Es war eine Frau. Hm. Ich kannte sie schon vom vorigen Jahr, es war also keine neue. Du hast aber nicht da angerufen bei der Frau? Das habe ich später gemacht. Ah, ja. Erst habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Ach so, aufgrund dieser einen Erkenntnis jetzt schon. Weil es halt wieder passiert ist. Ne? Und er definitiv vorher gesagt hätte, Schluss, aus. Ich mache es nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Es reicht einfach. Ne? Dann bin ich. Aber das ist ja konsequent. Da bist du wegen dieser einen Geschichte, die ich nicht runterspielen will, aber da hast du gesagt, ich gehe. Ja, aber ich habe im Dezember ja dieses Leid schon mal durch. Ne? Es ist ja alles recht kurzfristig gewesen. Ich hatte zum Glück noch, ich bin ja Berlinerin, er wohnt im Norden oben, ja, von Dezember noch meine Wohnung, bin also in meine Wohnung gezogen, habe am nächsten Tag die Frau angerufen, habe mich nett bei ihr entschuldigt, dass ich sie belästige, habe ihr das kurz erklärt, habe ihr den Namen meines Mannes gesagt, sagt sie, kennt sie nicht, ich sage Internet, seine Firma gesagt, ja, sagt sie, kennt sie, ja, sagt sie, wir telefonieren gar nicht so viel so oft, wir schreiben viel mehr, ich sage, ach, wo schreibt man denn, dann sagt sie, über die Internetplattform. Es gibt im Norden ja den Fischkopf, für den Norden ist das dort diese ja, Internetplattform. Er sagt, sie hat sich halt angemeldet unter einem anderen Namen. Er hat nur den Namen gewechselt, ist nach wie vor drin und betreibt das alte Spiel einfach weiter. Und ich frage mich wirklich, wieso heiratet man dann? Ne? Ich krieg's nicht. Andere Männer wären zufrieden, wenn sie Frau, Kind, Haus loswerden, können sich nicht trennen, um freies Leben zu führen. Ich frage mich, Diana, warum du ihn so schnell dann geheiratet hast, nachdem das vorgefallen war. Ja, ich glaube, Frauen hören das Wort, ich willst du mich heiraten, glaube ich, sehr, sehr gerne. Und ich bin kann natürlich unter Umständen ein großer Bluff sein, dieses Wort heiraten. Das habe ich erlebt. Hast du jetzt nur eine Nummer nachgeforscht oder waren da noch andere Nummern, die er angerufen hatte? Da war noch eine zweite, aber da ging noch keiner ran. Aber durch dieses lange Gespräch mit der Frau wusste ich halt, dass er eben auch im letzten Jahr schon mit ihr essen war. Er baggert an ihr rum. Sie hat ihm gesagt, sie will klipp und klar nichts von ihm. Sie wusste aber nicht, dass wir geheiratet haben. Und wenn er nichts zu verbergen hat, hätte er das ja erzählen können, wenn es harmlos war. Wenn die miteinander schreiben und sie will nichts von ihm, schreiben die sich schöne Geschichten übers Wetter oder was? Die schreiben sich über diese Internetplattform, ne? Man ja, nicht mal so inhaltlich. Also die schreiben sich keine Sexschweinereien gegenseitig. Nein. Er baggert nur an ihr rum, lädt sie halt immer zum Essen ein und ja. Die waren auch einmal essen, sagst du, miteinander? Die waren auch essen, ja. Aber sie will von dem nichts. Sie will von ihm nichts. Jetzt ist es natürlich das Misstrauen, wäre ich an deiner Stelle sofort jetzt ganz hellhörig, wo eine ist, sind vielleicht auch 2 oder 3. Davon gehe ich aus. Was sagt er? Wie rechtfertigt er sich? Also er sagt, also ich habe ihn nur noch aufs Handy gesprochen, aufs Band, habe ihm nur gesagt, dass ich die Scheidung einreiche, nicht mehr zurückkomme, weil er lügt so doll, das kann man sich nicht vorstellen. Er hat ja auch mit diesen Anrufen gesagt, er hat es nicht. Dann habe ich gesagt, okay, komm nach Hause, ich zeig dir die Telefonrechnung. Dann hat er gesagt, ja gut, er hat vielleicht, er weiß aber nicht mehr wann. Und naja, dann war es ja harmlos. Und ich habe gesagt, wenn es harmlos ist, dann ruf sie doch an, wenn ich zu Hause bin.
Wenn ich zu Hause war, dann legt er sich um 10 hin und schläft und spielt den braven Ehemann. Und wenn ich weg bin, dann telefoniert er nachts um 1, eine Stunde lang. Ist das eine Sucht, was der da hat? Ich glaube es. So sich irgendwie Bestätigung sucht? Ich glaube es, weil auf der anderen Seite jammert er und ich soll zurückkommen und er liebt ja nur mich und einen großen Fehler und wir haben das so toll. Wie alt ist er? 50. 50. Hm. Mensch, Diana, du hast einen dicken Fehler gemacht, dass du den geheiratet hast so schnell. Ja, muss man so sagen. Weil wir Frauen so leichtgläubig sind. Ja. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, wenn man in unserem Alter... Weißt du, dann hättest du sagen müssen, pass mal auf, junger Freund, okay, wir heiraten nicht so schnell. Ich würde dich auch gerne irgendwann heiraten. Aber das musst du mir jetzt erstmal alles beweisen, dass du es ehrlich meinst. Über Heirate reden wir in 2 Jahren oder in einem Jahr. Ich frage dich das nächste Mal, wenn mich fragt, ob ich ihn heirate. Aber man ist auch dann so... Ja, ja, klar. Ne, so euphorisch. Ja. Ich dachte wirklich, Mensch, in dem Alter... Nee, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Man ist mit 17 so blöd wie mit 57 manchmal. Ja, aber ich glaube wirklich, es ist eine Sucht und dass man vielleicht Bestätigung braucht. Ich habe alle Freunde, keiner Freunde, Männer, Frauen, keiner kann es verstehen. Warum muss man heiraten? Mhm. Auf jeden Fall, bei dir ist jetzt da alles kaputt. Ja. Ist das so? Ja. Und da ist auch nicht mehr ein Rest noch von... Naja, sicherlich sind Gefühle da. Mhm. Aber ich sage mal Kopf und Bauch, ne? Mhm. Der Kopf muss jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Du bist jetzt für dich so weit, dass du sagst, ich will jetzt auch die Scheidung hier einreichen. Ich bin erst am Samstag. Ich bin ja erst letzte Woche Mittwoch wieder nach Berlin zurück mit meinen Sachen. Mhm. Ich bin jetzt am Samstag zum Goldschmied und habe meinen Ehering verkauft. Ja. Und dann haben die gesagt, oh, es gibt nicht viel. Ich sage, egal, das Symbol muss weg. Vielleicht ein lecker Eis im Becher oder irgend sowas. Ja. Ja, ein bisschen mehr schon. Aber kann mir das jemand erklären? Nee. Ist eine Sucht, oder? Also von ihm meinst du, weil, ja, wie, ja. Ja, so wie du es jetzt beschreibst, vermute ich schon. Und dass es eine Anlage ist zum Lügen. Bei ihm, wenn der mit 50 jetzt so drauf ist, war der auch schon sehr lange so drauf oder immer schon so drauf? Keine Ahnung. Und erklären, ja, psychologisch ist das schwer zu erklären, ohne den Mann zu kennen, ne? Ohne mit dem zu reden. Aber offensichtlich ist da eine Sex- und Lügensucht. Ja, ganz extrem. Irgendwas. Ganz extrem. Ich meine, er ist ja nun auch ein erwachsener Kerl. Der hätte sich auch denken müssen, wenn ich jetzt schon das so in die Waagschale werfe, mit Heirat und Brimborium, mit allem drum und dran, dann muss ich mich auch im Riemen reißen. Das habe ich auch gedacht. Sonst muss man sich ja, ich sage nicht, diese Bürde auferlegen. Ja. Er hätte ja in Freiheit dadurch mit 100 Frauen am Tag laufen können. Ist ja in Ordnung. Kann ja jeder leben, wie er möchte. Ja, aber das ist doch der Klassiker. Das ist wirklich der Klassiker. Wie viele Menschen leben so, die so die kuschelige Wärme und Geborgenheit und Sicherheit einer Beziehung oder eine Ehe, eine Beziehung haben wollen, aber nebenher halt durch die Welt huren. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass er jetzt im Moment gar keine Lust hat, im Internet zu surfen, weil er jetzt im Moment keinen Spaß daran hat. Weil der Kick vielleicht auch fehlt. Jetzt kann er ja wieder, ne? Vielleicht, aber wer weiß. Da guckst du jetzt nicht hinter. Ruft er dich denn jetzt irgendwie permanent an und sagt, ach komm doch bitte wieder zurück? Und nein, es ist erst eine Woche. Ich denke, das wird erst nächste Woche losgehen, ne? Männer brauchen aber 14 Tage. Bei ihm ist es. 14 Tage denken. Brauchen Männer 14 Tage, wusste ich auch nicht. Ja. Und dann kommt der große Katzenjammer und dann geht die Geschichte von vorne los. Ja, aber interessant ist ja, dass er, wenn er sich wirklich gar nicht meldet im Moment. Jetzt ist er erstmal verletzt. Ich bin ja die Schuldige. Ich habe seine Liebe nicht verdient. Ach so. Ich mache die Beziehung kaputt. Mhm. Und ich bin die Schuldige. Also wenn man ihm den Spiegel vorhält, dann ist es ja einfach, dass er in die Opferrolle schlüpft. Ne? Er ist ja zu Unrecht verdächtigt, er macht ja nichts. So war das schon immer. Und jetzt ist er erstmal in der Wutphase, die vergeht. Dann kann er nächste Woche wenig arbeiten, dann kommt der Kummer. Und dann muss man ja seine Frau zurückholen. Aber du warst ja dann vermutlich vor der Hochzeit, als du ihm das alles vergeben hast, wirklich sehr verliebt, ne? Ja. Sehr. Ja, ja. Umso größer ist jetzt der Wechsel, ne? Von ganz hoch nach ganz tief. Ja, zum Glück, muss ich mal sagen, bin ich von ihm losgefahren und bin auch wieder in mein Zuhause angekommen. Ne? Wie gut, dass du das noch hattest. Das hat mich aufgefangen, ja, weil alle Freunde gesagt haben, heb es auf, heirate den Mann nicht, behalte deine Wohnung. Die Freunde haben das auch gesagt, ne? Heirate den Mann nicht. Sein bester Freund hat damals schon gesagt, geh, verlass ihn, der ändert sich nicht. Seine Schwester hat gesagt, Das ist interessant. Der beste Freund von ihm hat das gesagt? Ja, der hat mir noch damals beim Auszug geholfen. Und das sagt ja alles. Sagt alles, ja, und ich war trotzdem... Das sagt alles. Ja, finde ich okay, was du gemacht hast jetzt. Das finde ich konsequent. Wenn auch
extrem alles. Hoffentlich lernst du junges Ding da was draus. Vielleicht lernen die anderen raus, die jetzt zugehört haben. Ja, aber es ist ja immer das alte Lied, dass man in dem, wenn man in so einer emotionalen Phase ist, in der du auch warst, und in der Phase waren wir alle ja schon mal, ist man nicht mit Vernunft zu erreichen. Stimmt. Wahrscheinlich, wenn ich dich da, wenn wir uns da unterhalten hätten, kurz vor der Ehe, hätte ich mir den Mund vor sich reden können. Hätte gesagt, ah, nein, ist schon gut, wird schön, und wir gehen auf den Leuchtturm, und das ist so ein netter Mann und so. Richtig, ja. Ja, man wird aus Schaden immer leider erst klug. Aber gut, jetzt ist halt der Kopf klüger als der Bauch, und das ist wichtig. So, dann wünsche ich dir jetzt einen neuen Start in deiner schönen Stadt Berlin. Das wird. Und hoffentlich ist die ganze Sache bald abgewickelt, und du bist den, wenn du ihn loswerden willst, wirklich dann auch bald los. Innerlich. Ja. Innerlich auch ist wichtig. Innerlich, das dauert, aber es wird mit jedem Tag besser, weil, wie gesagt, es hat keinen Sinn. Ne? Ja, ich bin erstaunt, wie schnell du dich dann doch jetzt wieder arrangierst damit. Alles ja in recht kurzer Zeit ist. Die erste Trennung war Mitte Dezember, 10 Tage vor Weihnachten. Ja. Und den zweiten Nachschlag habe ich jetzt bekommen, also im Prinzip 4 Wochen nach der Hochzeit. Ja, ja, das langt jetzt. Ich glaube, da wird man vernünftig. Ja. Liebe Diana, alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir ebenso. Von Herzen. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt Gefangen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von Menschen irgendwann gefangen gehalten wurden. Vielleicht früher von den Eltern oder von einer tyrannischen Mutter oder einem tyrannischen Vater. Vielleicht für eine gewisse Zeit immer wieder eingesperrt worden sind im Keller oder wo auch immer. Oder auch sehr gerne mit Menschen, die zurzeit gefangen gehalten werden, aber durchaus die Möglichkeit haben, natürlich zu telefonieren. Ich habe ja hier in der Sendung schon oft mit Frauen gesprochen, die uns erschütternde Sachen erzählt haben, dass sie nämlich in eine Ehe gefangen sind und im wahrsten Sinne des Wortes auch gefangen sind, dass der Ehemann sie gar nicht aus der Wohnung lässt oder wenn, dann nur unter höchster Bewachung. Und lockere Seite des Themas, würde auch gerne mit dem einen oder anderen SMler reden, der sich gerne privat und freiwillig gefangen nehmen lässt für eine gewisse Zeit, vielleicht irgendwie einsperren lässt und da den sexuellen Thrill sich rausholt. Das fände ich dann auch noch sehr interessant. Also morgen heißt das Thema Gefangen. Ihr könnt rund um die Uhr mailen oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung ab 1 Uhr. Hier ist Isolde. Isolde ist 51. Hallo Isolde. Hallo Domian, grüße dich. Grüße dich auch, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und ich möchte als allererstes einen lieben Gruß an Diana, an die Anruferin vor mir schicken. Ja. Weil sie ist mit ihren, glaube ich, 51 nicht so, nee, 50. 48 war sie erst. 48, ja. Entschuldigung. Ist sie nicht so alleine mit ihrem Problem? Aha. Ich habe was ganz Ähnliches erlebt. War das der Grund des Anrufes auch? Ja. Ah ja, das ist interessant, da passt das ja alles aufeinander. Das passt wie Faust auf Auge. Also okay. Ich hab grad nur gestaunt. Ne? Erzähl mal. Ich habe vor jetzt fast einem Jahr jemanden im Internet kennengelernt. War bis dahin 16 Jahre in einer Beziehung, die also zum Schluss nicht mehr so gut lief. Man konnte nicht mehr so reden. Man hat mehr oder weniger aneinander vorbeigelebt. Und ich habe im Internet jemanden kennengelernt, der liebevoll, verständnisvoll war, mit dem ich über alles reden konnte, also schreiben konnte. Es war der, ich habe mich... Es war perfekt. Bitte? Es war perfekt. Es hat perfekt ausgesehen. Wir haben ein halbes Jahr ungefähr geschrieben, dann zum Schluss auch etliche Male telefoniert, haben Bilder über Internet ausgetauscht und er hat also irgendwann auch geschrieben, hat sich in mich verliebt und ich bin nach einem halben Jahr zu ihm gezogen. Wie bitte? Ach, du bist zu ihm gezogen? Ich bin zu ihm gezogen. Moment, wir halten mal eben fest. Ihr habt ein halbes Jahr ungefähr geschrieben und telefoniert. Und dann nach dieser Zeit bist du zu ihm gezogen. Ich habe das richtig gehört. Nach Gran Canaria. Und du hattest den vorher. Stopp, halt! Ich hatte du, vor hast auszuwandern. Den, du hast den vorher nie gesehen? Nicht persönlich. Nicht persönlich. Also nicht live. Nicht live. Das ist ja unfassbar. Und dann bist du zu ihm gezogen nach Gran Canaria. Richtig. Du hast deinen ganzen. Dein Leben hier aufgelöst, deine Wohnung?
Also ich hatte die Wohnung vorher mit meinem Partner zusammen und er hat die Wohnung übernommen. Ja, und du hast deine 7 Sachen genommen? Ich habe meine 7 Sachen, also zwei Koffer mit den, ja, also so mit dem, woran ich am meisten gehangen habe, gepackt. Ab nach Gran Canaria. Ab nach Gran Canaria. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das jetzt weiterging. Der Plan war, also er ist... Darf ich mal kurz vorher fragen? Kamst du nicht eventuell auf die Idee, vielleicht erstmal eine Urlaubsreise nach Gran Canaria zu machen, 1-2 Wochen, um ihn mal kennenzulernen, bevor du vielleicht gänzlich dahin ziehst? Hätte ich mal machen sollen. Gestatte mir die ketzerische Frage. Ja. Aber die Idee kam nicht so. Ja, man kann dämlich sein, ne? Ich meine... Okay, erzähl. Manche heiraten jemanden, den sie... gerade mal eben aus dem Internet kennen, manche... Wie war es dann auf Gran Canaria? Manche wollen auswandern. Wie war es mit ihm? Also es war so, ja. Ich wusste von vornherein, dass er auch krank ist und zum Teil war teilbehindert. Er hat Diabetes seit 30 Jahren. Er hat seit 2 Jahren, glaube ich, MS. Er hat Osteoporose und von einer alten Schussverletzung einen Splitter im Kopf. Wie alt ist er denn? Wusste ich alles. 41. 41? Also 10 Jahre jünger als ich. Von einer Schussverletzung? Mhm. Ein Jagdunfall, oder? Er war mal als Detektiv tätig. Ach so. Ich glaube, aus der Zeit her. Okay. Gut, wusste ich alles. Hätte mir auch nichts ausgemacht, weil ansonsten alles perfekt war. Es war wirklich der absolut im Internet und am Telefon der absolut. Habe ich schon verstanden. Ich will jetzt die andere Seite hören. Ich war dort, die erste Woche war wunderschön. Hat er ein schönes Haus da? Eine Wohnung, aber okay. Gemütliche Wohnung. Aber nur die erste Woche war wunderschön. Die erste Woche war wunderschön. Danach habe ich also fast schlagartig gemerkt, wie der Typ immer liebloser wurde. Es hat ihn alles genervt. Er ist also irgendwie übersensibel, was Geräusche betrifft. Wenn also nur irgendwas klappert in der Küche beim Abwaschen, ist er also hochgefahren und hat so mit unmutig mit der Zunge geschnalzt. So. Muss das sein, ja? Also Kleinigkeiten, die man dann natürlich Dinge, liebt. Wo man denkt, das kann einen nerven, wenn man vielleicht 2 Jahre zusammen ist, aber nicht nach einer Woche. Wie lange hast du es bei ihm ausgehalten dort? 4 Monate. 4 Monate doch? Wobei, ja, ich habe also am Anfang gedacht, gut, ich habe immer auch mit seiner, ich habe alles mit seinen Krankheiten entschuldigt. Ich habe gedacht, gut, er hat halt, ist von daher vielleicht nervlich nicht so gut zurecht und habe immer wieder drüber weggesehen. Aber ja, eben diese Lieblosigkeit, diese Interessenlosigkeit. Habt ihr auch miteinander geschlafen? Wir haben es 2-mal versucht. Er hat eine sehr, sehr andere Vorstellung von Sexualität als ich. Das heißt? Das heißt, dass ich eigentlich eher Wert auf Zärtlichkeit lege und eher gerne Schmerzen empfindet. Ach so, gut, das sind natürlich große Gegensätze. Das sind absolute Gegensätze, das sind Welten dazwischen. Habt ihr euch denn richtig in die Haare gekriegt auch? Das war so gut wie unmöglich, weil wenn man ihn auf ein Problem angesprochen hat. Ich bin einmal richtig, ich sag mal, laut geworden. Ich bin eigentlich eher ein sanfter Typ, eher der Typ, der versucht, alles zu entschuldigen und vielleicht drüber zu reden oder was. Ich bin einmal richtig hochgegangen und da macht er dicht, da macht er komplett dicht. Und zwar hat er dann Aussetzer,
ja, soll man sagen, er sagt, es kommt von der MS, was auch sein kann, weiß ich nicht. Aber das muss für dich doch dann eine fürchterliche Situation gewesen sein. Du löst quasi so dein Leben in Deutschland auf, fährst zu einem wildfremden Mann und kommst da an vom Regen in die Traufe, ne? Ja. Mhm. Was heißt vom Regen? Schlimmer. Schlimmer, ne? Ja, schlimm, ja, natürlich, weil, schlimmer. Ich kannte dort außer ihm niemanden. Ja, ja. Wie ist denn dann der Rückzug? Wie ist das abgelaufen? War das denn für dich irgendwann dann ganz sonnenklar, ich muss hier weg? Es war in dem Moment klar, als ich Angst vor ihm bekommen habe. Ach so. Er hat eben nicht nur diese Aussetzer, also mentale Aussetzer, sondern er hat auch manchmal, er rastet auch richtig aus. Mhm. Ja? Aber er hat dir nichts angetan, er hat dich nicht geschlagen. Er hat mich nicht geschlagen, er hat mir nichts angetan. Aber er hat fürchterliche Wutausbrüche, wo er also gegen die Tür haut, auf den Tisch haut, auf den Schrank haut, dass alles wackelt. Und war er denn dann auch damit einverstanden, dass du wieder zurückgehst? Nein. Nee, ach, der wollte dich da behalten. Ich bin mehr oder weniger geflohen. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. Ich habe Angst vor ihm. Ja. Und wo bist du dann hingeflohen? Du hattest ja nichts mehr in Deutschland. Ich hatte meine Mutter, die habe ich angerufen, heimlich. Ich bin also zu einer Telefonzelle. Mann. Ich konnte auf wenig alleine raus, weil er immer gesagt hat, er braucht mich da, ich muss da sein. Und ich bin also dann unter einem Vorwand mal raus und bin zur Telefonzelle, habe meine Mutter angerufen und hab sie gebeten, mir das Geld zu schicken. Also da hast du aber was hinter dir, Isolde. Da hast du was hinter dir. Wie lebst du jetzt? Wie lebst du heute? Ich lebe jetzt wieder bei meinem Lebensgefährten. Ach, vorher. Bei deinem Ex lebst du jetzt wieder? Ja. Und wieder in derselben Wohnung? In derselben Wohnung und wir verstehen uns mittlerweile wieder besser. Kennt ihr die ganze Geschichte? Natürlich. Und der hat dich dann wieder aufgenommen und das ist, ja hat dir das verzeiht? Wofür ich ihm, ich glaube nicht, dass er im Moment zuhört, aber ich möchte ihm trotzdem danken dafür, weil es... Da hast du aber ein Abenteuer hinter dir. Mann, oh Mann, das ist aber wirklich gut vergleichbar mit Diana, die da so ganz schnell geheiratet hat und du auch wie so ein junges Mädchen. Ja, ich war auch verliebt wie ein junges Mädchen. Nimmst deine 7 Sachen und ziehst nach Gran Canaria. Ja. Das ist ja absolut, absolut Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ja. Ich weiß. Mann, aber die Sache hat sich ja dann doch noch zum Guten gewendet. Naja. Nein, also er ruft jetzt, ich bin jetzt einen Monat wieder hier und er ruft jetzt täglich an, er schreibt mir SMS, er schreibt mir Mails ohne Ende. Gar nicht reagieren. Ich meine, zum Guten gewendet, dass du jetzt wieder mit deinem Ex zusammen bist und das wieder gut funktioniert. Ja. Ich hab vorgestern die Polizei benachrichtigt, weil er mir mit Selbstmord gedroht hat, wenn ich nicht zurückkomme. Ach du lieber Gott. Ich hatte die Polizei hier, die haben also die SMS aufgeschrieben, sich also notiert und er hat mir dann später wieder eine geschickt, dass er Tabletten genommen hätte, die hätten aber nicht so gewirkt, wie er wollte. Und Isolde, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Ich wünsche sehr und hoffe sehr, dass du nie wieder so schnell auswanderst. Mit Sicherheit nicht. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank und ich wollte dir noch sagen, super Sendung, mach weiter. Danke, sehr lieb von dir. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema Gefangen. Möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal gefangen gehalten wurden oder zurzeit gefangen gehalten werden oder die sich gerne auch freiwillig gefangen nehmen lassen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.